Willkommen zu einem weiteren Artemis V Tutorial. In folgendem Tutorial erfahren Sie mehr über die Playback-Filter und den Filterpool. Mit den Playback-Filtern können Sie Zeitsignale nach der Analyseberechnung im Mark Analyzer filtern. Die Wirkung dieser Filter können Sie in den Analyseergebnissen direkt sehen und durch die Wiedergabe anhören. Um die Funktionen der Playback-Filter zu veranschaulichen, wird zunächst die FFT-Average-Analyse eines Staubsaugergeräusches mit dem Mark Analyzer als Destination-Element berechnet. Im FFT-Analysediagramm sind einige Spitzen erkennbar, die sich vom restlichen Signalverlauf abheben. Diese Geräuschanteile sollen nun mit Hilfe der Playback-Filter reduziert werden. Für die Wiedergabe des Geräusches klicken Sie einfach auf das Playback-Symbol in der Bedienungsleiste. Mit Hilfe der Playback-Filter soll die Qualität des Staubsaugergeräusches nun verbessert werden. Rufen Sie den Filtercursor mit einem Klick auf das Filtersymbol in der Menüleiste des Mark Analyzers auf und Sie erreichen neben den Filtercursor-Einstellungen im Diagramm die Playback-Filter in einem eigenen Tool-Window. Im nun erschienenen Tool-Window befinden sich bereits einige voreingestellte Filter, die den Linien im Diagramm entsprechen. Die Einstellungen der einzelnen Filter können Sie im Tool-Window verändern. Klicken Sie zum Beispiel auf das rechte Symbol eines Filters, um die Filterart einzustellen. Andere Einstellungen der Filter können Sie auch direkt im Diagramm vornehmen. Durch einen Doppelklick auf eine Linie wird das entsprechende Filter aktiviert bzw. deaktiviert. Verschieben Sie eine Linie per Klicken und Halten, um die Mittenfrequenz des Filters zu ändern. Die Änderungen im Mark Analyzer können Sie auch im Tool-Window als Zahlenwerte verfolgen oder per Eingabe verändern. Mit dem roten Symbol können Sie die Filtergüte verändern. Bewegen Sie das blaue Symbol nach oben oder unten, um die Verstärkung oder Dämpfung einzustellen. Überprüfen Sie die Wirkung eines Filters nicht nur mit den Augen anhand der Analyseergebnisse, sondern auch mit den Ohren durch die Wiedergabe des gefilterten und ungefilterten Geräusches im Wechsel. Mit einem Rechtsklick auf den Tab eines Filters können Sie den Filter kopieren und wieder einfügen, zum Beispiel um einen Teil der Einstellung eines Filters wiederzuverwenden. Durch die Verwendung weiterer Filter können Sie so alle störenden Geräuschanteile herausfiltern und gewünschte Geräuschanteile anheben. Vergleichen Sie das Ergebnis der Filterung jederzeit direkt mit dem Original, indem Sie die Filter an- und abschalten. Um nicht alle Filter einzeln an- und abschalten zu müssen, können Sie Filtergruppen bilden. Klicken Sie auf die Viereck-Symbole der Filter, während Sie die Shift-Taste gedrückt halten. Mit einem Rechtsklick auf eines der Vierecke können Sie nun eine Gruppe bilden. Dabei können Sie eine freie oder unterschiedlich feste Frequenzbeziehung der einzelnen Filter wählen. Eine genaue Beschreibung der Frequenzbeziehungen finden Sie in der Online-Hilfe der Artemis Suite. Alle Filter der Gruppe sind nun farblich markiert und können gleichzeitig an- und abgeschaltet werden. Die Common-Filter, die eben eingestellt wurden, gelten nicht nur für das im Mark Analyzer untersuchte Geräusch, sondern für alle Geräusche, die wiedergegeben werden. Möchten Sie die Filter nur auf das aktuelle Beispiel anwenden, können Sie die Filter einfach per Drag-and-Drop in den Bereich Mark Analyzer bewegen. Auf diese Weise können Sie mehrere Geräusche unterschiedlich filtern und diese miteinander vergleichen. Beachten Sie dabei, dass vorher die Common-Filter deaktiviert werden. In der oberen Leiste des Tool-Windows der Playback-Filter können Sie mit dem Filtersymbol weitere Filter erzeugen.
Dabei stehen Ihnen alle gängigen Filterarten sowie parametrische Filter zur Verfügung. Außerdem haben Sie hier die Möglichkeit zu entscheiden, ob Filter seriell oder parallel geschaltet werden, und Sie können statt der bisher gezeigten IIR-Filter auch eine FIR-Filterkurve laden. Eine Möglichkeit, die Marke mit den eingestellten Filtern abzuspeichern, bietet die Play-to-File-Funktion des Players. Öffnen Sie dafür zunächst den Player der Artemis Suite unter Playback. Mit einem Klick auf das Play-to-File-Symbol wird die Marke mit den eingestellten Filtern, also das Signal, das aktuell wiedergegeben wird, als HDF-Datei auf der Festplatte gespeichert. Alle Einstellungen der Common-Filter bleiben im Tool-Window erhalten, wenn Sie den Mark-Analyzer schließen. Die Einstellungen der Playback-Filter im Tool-Window gehen erst nach dem Schließen der Artemis Suite verloren. Um die Einstellungen zu erhalten, kopieren Sie die Filter und fügen diese in den Filterpool eines Pool-Projects ein. Von dort aus können Sie Ihre Filter per Drag-and-Drop auch in die Pool-Favorites bewegen, um projektunabhängig darauf zugreifen zu können. Nun haben Sie einen Einblick in die Arbeitsweise der Playback-Filter und dem Filter-Cursor bekommen und können mithilfe des Filterpools Ihre Einstellungen speichern und gefilterte Versionen Ihrer Geräusche erzeugen.